Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Terraria Hardcore Season 2. Und ja, mir ist was Blödes passiert. Wer mir auf Twitter folgt, der weiß es ja schon. Ich habe nach dem Aufnehmen der halben Stunde Terraria Hardcore leider komplett verschleift, diese Datei dann abzuspeichern. Also sie wurde quasi dann einfach gelöscht, weil ich das Programm zugemacht habe. Ja, und jetzt hocke ich hier und darf die ganze Kacke nachsynchronisieren, beziehungsweise nachvertonen. Der Vorteil ist, dass ich das Bildmaterial habe und die Tondatei weg ist, weil andersrum würde es mir überhaupt nichts bringen. Und jetzt muss ich halt irgendwie mir was aus den Fingern saugen, wie ich diese 30 Minuten mit Geschwätz füllen kann. Und ja, meine erste Idee ist, dass ich euch nochmal herzlich dazu einlade, mir auf Twitter oder Google Plus zu folgen, weil ich mir gedacht habe, wenn du dich schon so gegen Facebook sperrst, wer meine Videos länger verfolgt, weiß warum, dann könntest du ja zumindest die Option anbieten, dass man dir anders irgendwie folgen kann. Deswegen habe ich ja schon länger diesen Twitter-Account und habe mich jetzt auch ein bisschen mit dem Google Plus-Account befasst. Ja, also bei Twitter habe ich jetzt momentan irgendwie 50 Follower, bei Google Plus habe ich jetzt irgendwie 20 Leute oder so. Und da ich jetzt so langsam dahinter steige, wie diese Internetseiten funktionieren, macht es ab jetzt auch so langsam Sinn, mir da zu folgen, sofern man dort angemeldet ist. Am besten lieber auf Twitter, weil ich bei Google Plus in der Regel nur die Uploads teile, sprich, wenn ich ein neues Video hochlade, wird das bei Google Plus quasi veröffentlicht, dass ich das getan habe. Bei Twitter schreibe ich ab und zu auch noch so Hintergrundinfos, wie eben jetzt das mit den verschwundenen Tondateien. Ich trinke mal einen Schluck. Ja, und eben an die Leute, die mir auf Twitter folgen oder auch die letzten Black Ops Bot Matches gesehen haben, die wissen ja, dass ich momentan so einen Hals hatte wegen eBay, dass ich ein Spiel bestellt hatte, konkret die Sims 3, und ich glaube, ich habe 15 Euro dafür hingeblättert, kostenloser Versand, keine Ahnung was, und bezahlt habe ich die ganze Sache am 4.9., glaube ich. Wir haben jetzt gerade, damit ihr das mal zurückverfolgen könnt, den 15.9., es ist also schon ein paar Tage her, und das Paket ist immer noch nicht bei mir. Und da war ich ziemlich angepisst, habe auf Twitter dann irgendwie verkündet, dass es mir voll auf den Sack geht und so weiter. Und habe dann dem Händler, der das verkauft, mal eine Nachricht geschrieben. Ich finde es auch ziemlich blöd von eBay, dass man inzwischen immer, wenn man den kontaktiert, automatisch einen Fall aufmacht. Ich wollte dem eigentlich nur mal schreiben und fragen, hey, was los? Jo, habe also geschrieben, hey, meine Ware ist noch nicht angekommen. Laut eBay hätte die aller spätestens am 10. da sein müssen. Was ist da los? Und heute kam die Antwort: Ja, eigentlich wurde die sofort nach Geldeingang versendet. Es tut mir sehr leid, das ist natürlich jetzt ein bisschen beschissen. Wir schicken dir einfach ein Ersatzexemplar, das dem anderen qualitativ genau ebenbürtig ist. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, fuck yes, so muss eBay öfter funktionieren, ohne Scheiß. Du hast so oft mit irgendwelchen Spastis zu tun, die dich dann irgendwie noch linken wollen oder die auf den Sack gehen. Aber da muss ich sagen, also Hut ab, richtig guter Service, da habe ich mich auch ziemlich drüber gefreut. Das einzige Problem daran ist, dass ich in meiner kindlichen Ungeduld das Spiel jetzt schon woanders auf einer anderen Seite für 7 Euro gebraucht gekauft habe. Jetzt habe ich es halt doppelt, aber ich schätze mal, ich werde es bei der anderen Seite dann einfach zurückschicken. Die hat, ich weiß gar nicht wie lange, Rückgaberecht ohne Begründung. Mal sehen, wenn nicht, schenke ich es meinem Bruder oder meiner Freundin. Ach ja, und apropos Freundin und eBay, die hatte nämlich genauso einen Fall. Die hat jetzt quasi ein Spiel verschickt und da war sogar noch angegeben von der Post selbst, dass Warensendungen in Deutschland auch gern mal ein paar Werktage dauern können und dass das gar nichts Besonderes ist. Jetzt hatte die Käuferin, war es glaube ich, meiner Freundin sofort am nächsten Tag dann geschrieben, wo ist das Paket, wenn es morgen nicht da ist, mache ich einen Fall auf und so weiter und so fort. Und so Leute versauen einem eBay total mit ihrem blöden Rumgepisse, das ist so furchtbar. Genauso wie meine Freundin dann eine DVD gekauft hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, Moment. Ach, genau, es war How I Met Your Mother, die ersten
fünf Staffeln oder sechs Staffeln oder was, ich weiß es gar nicht. Und hat dafür, ich glaube, irgendwie ein Fuffi hingeblättert oder so. Und dann kam einfach nichts. Und der Verkäufer hat dann schlichtweg behauptet, er hätte es verschickt. Meine Freundin konnte nichts machen, weil sie halt keinen versicherten Versand angefordert hatte. Und ganz zufälligerweise hatte der Verkäufer dann 2 Tage später das gleiche. Nee, gar nicht. Nicht das gleiche Angebot, sondern nur die ersten drei. Und dann noch die dritte bis siebte, die vierte bis siebte. Sprich, er hat dann einfach das, was er ihr als Komplett-Dingens verkauft hat, dann nochmal aufgedröselt und in Einzelteilen verkauft, damit es keiner merkt. Und das ist echt so ein Betrug, den finde ich einfach nur richtig asozial. Weil man arbeitet halt auch hart für sein Geld und andere Leute meinen dann, dich irgendwie verarschen zu müssen und dir das Geld einfach aus der Tasche zu saugen, nicht dafür arbeiten zu müssen, sondern einfach dich irgendwie zu verarschen und das finde ich schon ziemlich, ziemlich asozial. Und ich hoffe, dieser Verkäufer schmort irgendwann in der Hölle. Naja. Aber das sind halt so Sachen, das ist halt das Problem bei eBay, dass du halt in der Regel von irgendwelchen privaten Hoshis kaufst und die sind halt sehr, sehr schwer, ja, wie soll ich denn sagen, dran zu kriegen. Ich hatte auch mal einen, das war auch extrem lustig, der hat ein Spiel verkauft für die PlayStation 2. Das war irgendein SOCOM-Teil. Und ich hatte ewig lang danach gesucht und das war gar nicht so leicht zu finden, deswegen ging ich einfach mal davon aus, dass der Teil schon relativ selten ist. Jedenfalls hat der diesen drin gehabt und ich weiß nicht warum, aber ich war tatsächlich der Einzige, der drauf geboten hat und habe das Ding im Endeffekt für 1 Euro geschossen. Und da hat der am nächsten Tag, und es war ein Samstag, wo ich sie gekauft hatte, und er hat nur Überweisung als Möglichkeit zum Zahlen zugelassen. Er hat am nächsten Tag einen Fall gegen mich eröffnet, weil die Zahlung noch nicht da war. Ich glaube, das war einfach von ihm noch so eine kleine Racheaktion nach dem Motto: Scheiße, jetzt hast du mein Spiel so kostenlos abgestaubt, jetzt drücke ich dir nochmal einen rein. Aber zumindest habe ich das Spiel dann bekommen, war auch alles in Ordnung und so weiter. Aber das sind trotzdem so Sachen, die machen es einem jedes Mal wieder madig. Und deswegen kaufe ich dann, wenn ich überhaupt kaufe, in der Regel lieber auf so offiziellen Versanddingern, weil du da einfach jemanden hast, der irgendwie dahinter steht. Beispiel, wenn ich irgendwas vorbestelle, dann grundsätzlich immer auf Amazon. Und wenn ich was gebraucht kaufen möchte, schaue ich zum Beispiel auch immer bei Rebuy rein. Die Seite kann ich sehr empfehlen, weil die ist jetzt ein bisschen Werbung, aber mein Gott, man kann ja auch mal hilfreiche Tipps geben. Weil die verkaufen extrem viele Sachen zu extrem guten Preisen. Ich habe da neulich einen riesen Koffer an DVDs für 7 € oder so gekauft. Und ja, da ist es halt auch so, dass die Ware geprüft ist. Da steht, wenn da ein Mangel da dran ist, dann steht der meistens auch dabei. Und ich habe es auch schon öfter erlebt, dass ich dann quasi so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, so einen zusätzlichen Bonus bekommen habe, wenn ich da was bestellt habe. Manchmal einfach durch die Doofheit der Leute, die dort ihre Ware verkaufen. Das kann man nämlich auch. Und zwar habe ich eine DVD gekauft, wo der Typ, der sie vor mir dorthin geschickt hat, offenbar aus Versehen 2 DVDs reingelegt hatte. Rebuy prüft zwar die Qualität, aber schickt die Sachen nicht mehr zurück, weil es denen offenbar dann einfach zu viel Arbeit ist, zusammen mit dem ganzen anderen Kram, den sie machen. Ja, und dann haben die das so an mich weitergeschickt, als ich das Ding dann gekauft habe, dann habe ich auf einmal 2 DVDs zum Preis von einer bekommen. Das andere war zwar nur irgend so eine Pilotfolge von irgend so einer US-Krimiserie, aber trotzdem fand ich es ganz interessant. Und das andere Mal habe ich mir einen Anime gekauft, konkret Hellsing Ultimate. Wer das kennt, ist. Ich bin auf eurer Seite, das ist ein fantastischer Anime. Wer es nicht kennt, schaut es euch an. Es geht um Vampire, also einen Supervampir, der andere Vampire jagt und das ziemlich stylisch und ziemlich cool. Also Hellsing Ultimate, sehr zu empfehlen. Und achtet auch darauf, dass es Ultimate ist, weil es gibt 2 Arten Hellsing. Die sind zwar von der Story ähnlich, aber Ultimate ist einfach wesentlich bestialischer. Ja, und jedenfalls sind davon die ersten 4 DVDs erschienen, die anderen sind nicht umgesetzt worden. Ich weiß nicht genau, woran es lag, ob das Studio irgendwie zugemacht hat oder ob es denen dann zu hart wurde mit dem ganzen Blut und den Nazis, die da vorkommen. Jetzt habe ich euer Interesse geweckt. Ja, und ich habe halt die erste und zweite habe ich irgendwann mal im Saturn oder so mitgenommen. Und dann habe ich jetzt quasi auf Rebuy irgendwann die dritte und vierte bestellt. Und die dritte kam ganz normal an, alles easy. Die vierte war aber irgendwie, ohne dass ich das quasi extra gekauft hätte oder mehr bezahlt hätte, die Limited Irgendwas Edition, von denen es auf der Welt 6666 Stück gibt. Und in so einem geilen Samtding mit irgendwelchen Postkarten und so, da habe ich mir so den Arsch abgefreut, weil ich nicht mal irgendwie speziell die gekauft habe. Ich habe quasi die normale DVD gekauft und habe dann quasi die geilere Version bekommen. Und das finde ich schon ziemlich edel, muss ich sagen.